Ja, genau. Also immer Druck, wenn das rechte Vorderbein hochkommt, jetzt. Jetzt. Also bringt sie es ein bisschen auf die rechte Schulter, gleichzeitig ein bisschen mehr Zug am Kopf. Links wollte zu mir, also zu ihr her. Das ist so einerseits zieht sie mit der linken Hand ein bisschen zu ihr her, andererseits drückt sie mit der rechten Hand den Pferdehals ein bisschen hinaus. Damit macht sie die Wirbelsäule ein bisschen mobiler, die Halswirbelsäule. Und gleichzeitig ist es aber so, dass die rechte Hand mehr oder weniger als Stütze dient, damit das Pferd sich nicht in die Kurve legt. Ja? Das heißt, unterstützt eigentlich in dem Fall das linke Vorderbein gerade aufzufußen. Gut bei Sehnenschäden zum Beispiel. Also da muss ich ganz exakt so aufpassen, dass das Pferd planfußt möglichst. Ja, super.